40 Meter in 6 Sekunden und das 6-mal hintereinander. Das ist eine der Anforderungen der FIFA an ihre Schiedsrichter in den Profiligen. Die Türkin Seçim Demirel erfüllt alle Bedingungen. Sie ist die einzige Frau, die in der zweiten türkischen Liga Spiele pfeift. Dort hatten jahrelang ausschließlich Männer das Sagen. Vor 10 Jahren war es hart, eine Schiedsrichterin zu sein. Aber inzwischen hat sich die Türkei weiterentwickelt, in allen möglichen Bereichen. Die Leute haben sich auch daran gewöhnt. Ein langsamer Prozess in einer von Männern dominierten Gesellschaft. In der ersten türkischen Liga gibt es derzeit keine einzige Schiedsrichterin. Der türkische Verband erklärt sich das nicht allein mit dem Fehlen geeigneter Bewerberinnen. In einem hitzigen Spiel auf hohem Niveau kann da eine weibliche Schiedsrichterin wirklich die richtigen Entscheidungen fällen und ihre Entscheidungen auch durchsetzen? Das ist nicht nur eine körperliche Frage, sondern auch eine psychologische. Das war das erste Mal, dass eine Frau ein sehr wichtiges Spiel gepfiffen hat. Fenerbahçe gegen Galatasaray. Lale Orta war in den 80er Jahren die erste Schiedsrichterin in der ersten türkischen Liga und im Europapokal. Damals fühlte sie sich als Vorreiterin. Heute wirft sie dem türkischen Fußballverband Sexismus vor. Natürlich gibt es Diskriminierung. Der Verband mag das selbst nicht so sehen, aber das ist doch offensichtlich. Schließlich sieht man fast keine weiblichen Schiedsrichter. Dann wird gesagt, der Fußball sei eben ein Männersport. Und das ist dann so etwas wie ein Platzverweis für die Frauen. Aber das ist Unsinn. Keine Sportart gehört einem bestimmten Geschlecht. Etwa 1200 Frauen haben eine Spielerlizenz des türkischen Verbands. Bei den Männern sind es 200.000. In dieses Revier einzubrechen, ist das erklärte Ziel der türkischen Frauen in den kommenden Jahren.